So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go bzw. 18 Eier Folge 22 und wir waren gestern auf der Mac in Erfurt, aber wie ich da die Eier gebrütet habe, das seht ihr dann erst später, denn da habe ich so viel Material gesammelt, das muss ich erst noch alles zapschneiden, 1,5 Stunden sind das glaube ich und deshalb heute am Sonntag schnell gebrütet eine Folge, dass das erstmal online kommt und man Zeit hat, das andere zu schneiden. Und wir haben natürlich auch wieder gleich das erste Problem, denn das GPS hat schon wieder so krass rumgespackt, dass alle Eier schon geschlüpft sind. Ich habe gesehen, das 10er geht auf, bin kurz raus, wollte einfach nur das Aufnahmeprogramm starten, wieder rein, um die Animationen aufzunehmen. Und plötzlich steht dort, sammle mehr Eier, weil einfach alle Eier schon fertig waren. Also kann ich nur selber gerade nachschauen, was überhaupt geschlüpft ist. Es ist leider schon alles auf, Sternstück ist auch nicht dabei und ja... Wie viel Sternenstaub es gab, sehen wir auch nicht. Aber wir schauen mal, ein 10er-Eis auch aufgegangen, das war auch dabei. Und das war ein Lavita mit 514 WP, wie wir sehen. Bester Satz, KP, Angriff 15. Ich blende natürlich die Bewertungen wieder ein und wir scrollen einfach mal rüber und gehen so durch, was noch dabei war. Ein Alola Dicta mit 242 WP, aber nur zweiter Satz, also nicht so krass. Ein Alola Sandan war auch wieder dabei. 679 WP, bester Satz, KP wirklich hoch, also geht schon mal, 2000 Bonbons. Weiter geht es mit einem Kleinstein, 655 WP, zweiter Satz, KP, beste Eigenschaft, wirklich hoch und auch schon 2,8 Bonbons. Dann ein Kontinentales, ein Pandimos, wie immer, der verteidigt seine Position, bester Satz, Verteidigung 15. Auch schon 1700 Bonbons. Wieder mal ein Mauzi, das darf nicht fehlen. 381, bester Satz. KP 15. Das nächste Kontinentale, ein Kangama mit 1401, hat den besten Satz. Angriff, Verteidigung, beides auf 15. Also auch richtig cool. 14,4 war glaube ich ein 98er. Vielleicht ist das ja ein 96er, mal schauen. Ein Alola Vulpix mit 420 WP dabei. Aber nur zweiter Satz und nochmal ein Alola Mauzi mit dem besten Satz, Angriff 15, ist ein bisschen winzig. So, und das waren die 9 Eier von jetzt. Ich werfe nochmal 9 Stück ein und laufe noch eine Runde und hoffe, dass wir die nächsten dann wenigstens drauf bekommen, dass das wieder gut aussieht wie immer und nicht so hingeschissen wirkt wie jetzt. Also tut mir nochmal leid dafür. Aber beim nächsten Mal wird es besser, versprochen. Und dann kommt auch wieder das Sternstück dazu, was wir jetzt auch vergessen haben. Also wir melden uns gleich zurück. So, willkommen zurück mit dem zweiten Teil natürlich. 9 Stück haben wir schon gebrütet, die nächsten 9 gehen auf. Und jetzt ist es mir schon wieder passiert, dass die erste Animation schon weg ist und ich schon gesehen habe, was rausgekommen ist. Und zwar ein Dicta. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viel Staub es gab. Wir bewerten es trotzdem mal kurz. Zweiter Satz, wirklich stark. Also... eigentlich nicht stark. Gut, nehmen wir das nächste. Das Sternstück haben wir diesmal nicht vergessen. Nicht so wie vorhin im ersten Teil. Und es geht weiter mit einem Alola Kleinstein. Mit 1500 Sternstaub. Und bester Satz KP 15. Da haben wir auch schon fast 3000 Bonbons. Also natürlich freut sich der Ispo immer über jedes Alola Kleinstein, was ich bekomme, weil der das immer haben möchte. Und das erste Kontinentale ist da, aber wie kann es anders sein? Natürlich ein Pandimos mit genau 1100. Das führt weiterhin die Liste an mit dem zweiten Satz jetzt. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, dass natürlich in Europa am meisten Pandimos gebrütet wird oder das wirklich nur Zufall ist, dass da schon fast 30 Stück rauskamen, während von anderen gerade mal 15 bis 18 oder so erschienen sind. 1800 Sternstaub für dieses Sandan, bester Satz, Angriff auch auf 15. Können wir gleich weitermachen. Im Hintergrund seht ihr, sitzt noch ein Trassler, was vom Go Plus markiert ist, aber ich kann jetzt schlecht in meine Hose fassen und da drauf drücken. Das nächste Alola Sandan, 1300 Sternstaub, 11 Bonbons. Wieder der beste Satz, auch KP 15 und auch da haben wir schon über 2000 Bonbons. Da kann man ja bald eine Alola-Entwicklungssession machen. Wenn es doch endlich mal wieder doppelte Erfahrungspunkte gäbe, denn dann würde sich das richtig lohnen. Das nächste Alola Kleinstein mit 1900 Staub. Ach, jetzt
dachte ich schon, 2 Werte auf 15, aber nein, leider nur wirklich hoch. Hätte ja auch ein 98er sein können, wie das Kangama, was wir letztens gebrütet haben. Leider ist ja nur noch morgen der Tag zur Verfügung, wo ihr brüten könnt, also am Montag. Nochmal ein Pandimos zwischendurch mit 1900 Staub. Bester Satz, KP15, aber da haben wir schon ein 100er. Ja, also leider könnt ihr natürlich nur noch morgen brüten und dann ist das Ganze vorbei. Da werde ich nochmal eine Auflistung machen, wie viele Alolas aus den Eiern kamen, wie viele Kontinentale und mal generell, wie viele Eier insgesamt das waren, um so eine kleine Statistik zu haben. Ein Alola Vulpix, nicht Vulpix, mit dem zweiten Satz 1500 Staub. Und da geht das nächste, ich hoffe, das Drassler wartet so lang noch. Ist sogar wettergeboostet. Aber da kommt ja bestimmt auch nochmal ein Drassler Community Day, denke ich mal. Ein Alola Mauzi mit 1600 und das Handy hängt sich schon wieder halb auf. Zweiter Satz, ja, die kann man dann auch mal zum Entwickeln nehmen vielleicht, weil sonst macht man damit ja nichts. Und wir tippen das Drassler an, denn die Eier sind jetzt durch, können also aus dem Wasser. So, werfen wir noch den Ball da drauf. Leider kein Tauros dabei diese Folge und auch kein Kangama. Irgendwie nur Porenda war, glaube ich, letztens, also vorhin. Und jetzt natürlich Pandimos zweimal. Der wird sicherlich auch das Rennen machen. Das Drassler ist wieder ausgebrochen. Und ja, das war's dann von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich einfach sagen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.